Ahoi, ihr mittelalterliebenden Bausteinbauer und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, was ist denn da los? Ich habe hier ein Set von Mulking zu stehen, mal wieder ein Set von Mulking. Diejenigen von euch, die meine Livestreams in letzter Zeit so ein bisschen verfolgt haben, so viele waren es nicht, wissen schon, warum das Ding jetzt hier steht. Es gab ein Video von mir vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Da habe ich Mulking-Set versucht aufzubauen, bin daran kläglich gescheitert. Warum, wieso, weshalb, habe ich mehrfach gesagt, habe ich auch in meinem Channel-Update einmal gesagt, das war das erste Video 2024, glaube ich, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich in diesem Video damals gesagt, vom Mulking kommt mir nichts mehr auf den Bautisch. Das kaufe ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, da habe ich keinen Spaß mehr dran. Nun ist es so, dass es gut möglich ist, dass ich vergessen habe, dass während ich dieses andere Video produziert und veröffentlicht habe, dieses Set hier bereits auf dem Weg zu mir war tatsächlich. Nun kam das hier an und übrigens ohne Verpackung jetzt in dem Fall. Ich habe das mir ohne Verpackung organisiert. Auf jeden Fall kam das dann hier an und dann hatte ich jetzt die Wahl zu sagen, okay, baust du das jetzt noch auf oder lässt es bleiben, weil du keinen Bock hast und dir das einfach nicht antun möchtest. Ich dachte mir dann so, ist sowieso bezahlt, dann kann ich es auch aufbauen. Entweder mache ich dann davon ein Video oder ich lasse es bleiben. Und ja, ich muss gestehen, ich sage schon mal vorab, ich muss gestehen, das Ding hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und das Ding war ziemlich gut zu bauen. Wir haben hier ein, zwei Sachen, die, ja, ich weiß nicht, ob es Mulking typisch ist, aber die typisch für asiatische Hersteller sind, die nicht so tuffig sind, die nicht so perfekt sind, aber im Großen und Ganzen, naja, aber ich will euch nicht vorweg zu sehr beeinflussen. Deswegen gibt es von mir jetzt auch einfach nur kurz die Eckdaten dazu und die Preise, den Preis und alles drum und dran am Ende und meine Einordnung dazu auch am Ende des Videos. Ich zeige euch jetzt erstmal das Ding, was es kann, wie es aussieht, was es nicht kann und ihr könnt euch ja mal überlegen, was euch das Ding wert wäre, was ihr dafür bezahlen wollen würdet irgendwo, falls ihr es nicht schon wisst. Die ganz Ungeduldigen können auch vorspringen. In den Timesteps steht es und im Link, den ich unten drunter verlinkt habe, wo ihr das Teil kaufen könntet, wenn ihr wolltet, aber nicht müsst, könnt ihr natürlich auch den Preis sehen. Genau, also so machen wir das. Und dann melde ich meine Uhr, mal kurz wegdrücken. Und was haben wir hier? Wir haben hier eine mittelalterliche Windmühle von Mulking mit der Setnummer 1060. Genau, mit 1584 Teilen. So sieht es aus. Ich musste ganz kurz ein bisschen spicken. 1584 Teile. Das Ding haben wir hier und es ist eine Windmühle. Grundlegend mag ich Windmühlen und ich mag Mittelalter. Das beides zusammen, dachte ich mir, ja, warum denn eigentlich nicht? Auf dem Bild sah es gut aus, also habe ich mir gekauft. Jetzt steht es hier. Die Anleitung sieht übrigens so aus. Creative Idea steht oben drüber. Mulking, ein bisschen was Chinesisches, ein bisschen was Englisches, wie auch immer. Was mich wundert, die Anleitung kam kaputt an. Schaut mal. Da ist so ein Cut drin. Da scheint einer mit einem Cuttermesser irgendwie durchgeschnitten zu haben. Nicht ich, das war schon so. Und was ihr auch schon sehen könnt, es gibt Aufkleber mit dabei. Die habe ich nicht aufgebracht. Ich finde diesen wirklich zu vernachlässigen. Also ja. Das ist ja nun ein Display-Set. Wahrscheinlich eher kein Spielset. Es ist zum Spielen unpraktisch. Daher hätte ich mir hier Drucke gewünscht, die wir nicht haben. Aber wir haben Bauabschnitte gehabt. Wenn die Anleitung nicht lügt, waren es 5. Ich habe es mir nicht gemerkt. Schande über mein Haupt. Ich merke mir sowas nicht. Es waren 5. Davon gehen wir jetzt aus. Ein paar Infos, was ich beachten kann und dann wird drauf losgebaut. Also die Bauanleitung war in dem Fall jetzt hier gut gewesen. Ich habe mir nichts auf meine Notizen aufgeschrieben, was ein Gegenteil behaupten würde. Also die Anleitung war gut. Ihr seht es hier, wir haben Teilekästen, es werden Teile rausgesammelt, wir haben teilweise Pfeile, wo es hinkommt und danach ließ es sich tatsächlich vernünftig bauen. Es ließ sich danach wirklich gut bauen. Es ist kein Technik-Set, es ist wirklich ein Brick-Build-Set. Ich habe ganz kleine Technikfunktionen drin, die seht ihr gleich. Aber ist eigentlich nicht der Rede wert. Und hier nochmal so ein Beispiel. Also, Bauweise war tippitoppi hier bei dem Set. Das hat mich sehr gefreut. Ich hätte wirklich Schiss gehabt. Was außergewöhnlich ist bei Mulking oder anders ist als bei manch anderen Hersteller, am Ende klebe ich mit einmal alle Aufkleber auf. Während des Baus werden die nicht aufgebracht. Ob das praktisch ist oder nicht, kann ich gerade nicht sagen, weil ich es nicht aufgeklebt habe, aber da hier alle von außen drauf kommen, denke ich, sollte das kein Problem sein. Ich schaue nochmal, ja, das ist alles von außen ziemlich einfach erreichbar. So viel zur
Anleitung. Und dann kommen wir mal zu der Windmühle an sich, zu der kleinen süßen Windmühle, die gar nicht mal so klein ist. Ich finde, die ist ziemlich cool und groß. Ich drehe sie mal ein bisschen. Was mir besonders gut gefällt, ist die Optik, diese verschnörkelte Optik, dass ich hier vorne so ein ausladendes Gebäude habe. Also unten wird schmal, oben ist es auf einmal ein bisschen breiter. Na, unten wird sie schmal, unten ist es schmal, ne? Natürlich. Dann wird es hier wieder breiter. Ich habe verschiedene Winkel, verschiedene Deko-Elemente, verschiedene Farbtöne drin. Typisch so, wie ich mir das fantasievolle Mittelalter vorstelle, dass die Gebäude so wahrscheinlich nicht ausgesehen haben. Können wir uns denken, denke ich. Wie auch immer, keine Ahnung, ich bin kein Historiker. Aber so stelle ich es mir vor, verschnörkelt, dass immer mal wieder was dran gebaut wurde. Es wurde nicht mit einmal fertig gebaut, es wurde eher erweitert irgendwann. Irgendwann ist das Gebäude gewachsen, es wurde dazu gebaut, wie gesagt. Und dann hat man diese Form erhalten, die gar nicht so simpel sind, tatsächlich. Ja, genau. Zur Verbaubarkeit ist zu sagen, dass die Steine sich sehr gut haben verbauen lassen. Es sind Goldbrick-Steine, soweit ich weiß. Die Verbaubarkeit an sich war also wirklich auch tippitoppi. Wir haben konstruktionsbedingt Herausforderungen, das ist so ein Mulking-Ding tatsächlich, das, was ich beurteilen kann bisher. So viel Mulking-Sets habe ich nicht gebaut. Steine an sich waren aber super. Was nicht super ist, sind die Oberflächen der Fliesen. Vor allem, da sehe ich es halt am meisten, die sind schon sehr stark zerkratzt. Vielleicht kann ich es euch am Dach bei den Slopes ein bisschen zeigen, ich weiß es nicht. Dann müsst ihr mir das einfach glauben, falls das gleich nicht zu sehen ist. Die Oberflächen der Fliesen sind wirklich Grütze, Schublade ganz unten, Keller, Etage, einmal über den Boden geschrammt, so sehen die Fliesen aus. Schade, 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 Marmelade. Okay, hier ist ein kleiner Kurbel dran, könnt ihr auch sehen. Und dann sieht es hier so aus. Also an jeder Seite ist hier irgendwie ein bisschen was los und ich habe überall ein bisschen andere Deko tatsächlich dran. Das Wichtigste, vielleicht zeige ich euch das gleich nochmal aus der Nähe. Ist das deine Kätzchen hier unten? Ich finde es cool, wenn Katzen in Sets sind. Ich mag Katzen. Okay, also Funktion, hier ist eine Kurbel. Wenn ich rechts herum kurbele, dreht sich das Mühlrad vorne links herum. Genau. Und das dreht sich schön. Schön übersetzt. Also ihr könnt sehen, wie schnell sich meine Hand bewegt und wie schnell sich vorne das Mühlrad dreht. Das ist gut übersetzt. Das haben sie vernünftig gemacht. Es war natürlich sehr wiederholend, vorne die Flügel zu bauen. Das sind weiße Zäune. 1, 2, 3, 4, 8 pro Blattelement. Das Ganze mal 4. War jetzt nicht der spannendste, aber war durchaus auszuhalten, weil großteilig. Und dann dreht die sich. Schön. Mehr kann sie auch nicht. Funktionell. Aber was soll sie auch können? Es ist eine Mühle. Was können wir noch machen? Es gibt ein paar Überraschungen. Das ist eigentlich vorgesehen, dass ich das Dach abnehmen kann. Ja, nicht so richtig, aber damit kann ich euch was zeigen. Also, das Dach ist hier oben nur aufgelegt. Schaut mal, ich komme mal ein bisschen dichter. Ich muss die Anleitung mal... Ich packe die mal nach hinten. Das Dach wird aufgelegt. Es wackelt. Es ist nicht befestigt tatsächlich, es liegt hier oben nur so drauf. Als Displaymodell wahrscheinlich zu vernachlässigen, aber ihr müsst es wissen, ich kann es dann abnehmen. Ich meine, da drin ist so eine Plate, damit das stabil zusammenhält, so eine Dreieckskonstruktion. Ich weiß nicht genau, ob man die hier theoretisch aufdrücken kann. Bei mir kam es nicht bis unten drunter richtig ran, vielleicht war ich auch einfach zu doof. Vielleicht kann man es auch anders bauen, aber ich habe halt keine, ich hätte auch keine Kraft, das wirklich drauf zu drücken. Das würde hier unten alles auseinanderbrechen. Also ich kann von oben nicht draufballern. Es liegt also lose auf. Und hier oben könnt ihr jetzt, wenn ihr sehen könnt, es müsste aber zu sehen sein, die Technikfunktion sehen. Seht ihr das? Ihr seht gar nichts. Moment. Vielleicht so ein bisschen, ich weiß es nicht. Da oben sind ein paar Zahnräder, die drehen sich einfach nur, mehr ist es nicht. Von der Kurbel vorne. Zum Mühlrad quasi. In der Mühlrad ist es nicht. Zu den Windblättern hier vorne. Wie heißen die eigentlich bei der Windmühle? Diese Dinger hier vorne. Keine Ahnung. Also, mehr ist da oben nicht los. Ein Technikraum quasi. So. Kann ich euch anhand der Slopes zeigen, wie die Oberflächen aussehen? Ich weiß es nicht. Ich versuch's mal. Es ist sehr dunkel, ne? Aber vielleicht könnt ihr... vielleicht könnt ihr die Slopes hier erkennen, wie sie scratchy sind, wie sie an manchen Stellen rau und matt sind. Naja, nicht das Gelbste vom Ei. Wobei ein paar Fliesen wiederum gut aussehen. Also es ist so sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, was die mit den Steinen machen. Das ist erstmal das. Jetzt haben wir die Funktion gesehen. Was ich aber richtig cool finde, ist, dass ich hier hinten oder an der Seite, es ist eher die Seite, dass hier die ganze Wand abnehmen kann. Ich hoffe, das ist jetzt auch die richtige Wand. Ich kann irgendeine Wand abnehmen. Wartet mal, es ist, glaube ich, die hier. Ich will euch keinen Schnee erzählen. Ja doch, es ist die, genau. Es geht ein bisschen schwer, wie ich finde, aber es ist nicht weiter schlimm. Schaut mal. So. Die ganze Wand kann ich abnehmen und dann kann ich hereingucken. Da ist sogar was los.
Auch in der Wand, die ich abnehme, ist ein bisschen was los. Ich habe eine Kaffeetasse, ich habe einen Schrank, ich habe hier unten so ein kleines Figürchen. Und dann sieht das hier so aus. Ja, das ist die eine Hälfte. Packen wir beiseite. Und so sieht das ganze Ding hier jetzt von innen aus. Cool, dass es hier eine Inneneinrichtung gibt. Auch da unten, da ist viel los. So eine Mistforke, noch so ein Besen, ein Bett, damit der Müller hier auch schlafen kann. Ja, oben ist ein Kristallenroter, wie auch immer. Und so ein kleiner süßer Innenraum. Ist jetzt nichts Dickes, nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes, nichts Großes, aber wir haben einen Innenraum. Und ich finde es höchst charmant, dass wir hier diese ganze Wand abnehmen können, um da ranzukommen. Da geht es sogar eine, das seht ihr wahrscheinlich nicht, eine Leiter richtig hoch, um wirklich nach oben zu kommen. Das heißt, die Figuren müssen hier nicht hoch fliegen. Nicht in jede Etage. Ganz hoch komme ich nicht ohne zu fliegen, aber gut, vielleicht soll man auch gar nicht hoch. Also ein Eingangsraum mit so ein paar Utensilien hier unten und hier oben dann das Bett. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo der Mahlstein ist, das Mahlwerk. Soll es das hier oben sein? Vielleicht sogar wird da oben das Mehl gemahlen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so einen richtigen Mahlraum und Mahlwerk habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht sollen aber die Technikzahnräder da oben das nachstellen und imitieren. Das weiß ich nicht. Aber es ist kein Funktionsmodell und das finde ich auch gut so, dass es kein Funktionsmodell ist, weil das ist. Das ist das, was ich in meinem Jahresupdate, in meinem Channel-Update gesagt habe. Das ist ein Set hier mit Spielcharakter und sowas mag ich. Wenn ich wollte, könnte ich das Ding in irgendeiner Form bespielen. Es ist detailliert, es ist liebevoll, es hat Kätzchen dabei, es hat Zubehör dabei. Ich könnte eine Figur reinpacken, dann kann ich damit wirklich durch die Gegend düsen und rumspielen, quasi. Also nicht durch die Gegend düsen, aber ich kann damit spielen, wenn ich möchte. Das ist cool. Und so eine Sets gefallen mir. Nichts Realistisches, nichts 1 zu 1 nachgebautes von irgendwas. Es ist ein schönes, ein optisch ansprechendes Modell für mich mit Spielcharakter. Und da stehen wir. Übrigens, das Dach hier vorne ist auch lose. Genauso wie das obere. Und da ist ein kleiner Hahn drauf. So, ich muss mal kurz spicken. Genau, das habe ich euch gesagt. Was typisch Moleking oder auch andere Hersteller aus Fernost ist. Hier sind Stangen drin, so eine Bars, ne? In zwei so Elementen, einmal so eine C-Clamp und einmal hier so eine andere Geschichte, wo eine C-Clamp andocken kann. Und wenn ich die Stangen in diese Elemente komplett reinstecke, sind sie zu kurz. Das heißt, ich muss immer ein bisschen justieren, wie weit ich die Stangen in die anderen Gegenstücke hereinstecke, damit es dann von der Länge her passt. Sowas passiert bei Lego eben nicht, da passt es immer 1:1 von der Länge, das haut sofort hin. Hier muss man rumprobieren, muss man wissen, ist jetzt kein Hindernis, aber man muss es halt wissen. Da ist noch so ein bisschen Spiel in der Qualität. Und was schwierig war, das möchte ich euch aber mal in der Anleitung zeigen, ist einfach konstruktiv ungünstig gelöst oder beziehungsweise in der Bauweise ungünstig gelöst. Das war der schwierigste Teil. Und zwar hier der Schritt, wo ich das obere Teil des Gebäudes, der Mühle, hier unten großflächig aufnoppen muss. Um das wirklich richtig festdrücken zu können, musste ich von dem oberen Element Seitenwände teilweise rausnehmen, um dann meine Finger reinzubekommen, um dann die Plates drücken zu können, dass ich von unten und von oben gegendrücken konnte. Ja? Das ging so einfach nicht. Oder ich habe unten was rausgenommen, ich weiß gar nicht. Irgendwo habe ich eine Wand rausgenommen, damit ich die Finger reinbekommen habe, um wirklich von oben und von unten in der Mitte der Plates wirklich draufdrücken zu können. Einfach nur so das Ding draufsetzen, funktioniert nicht. Dafür haben die Plates eine zu hohe Klemmkraft. Die Steine haben ansonsten eine angenehme Klemmkraft, nicht zu hoch, nicht zu fest, aber großflächig die Plates wird schwierig, wobei das natürlich auch bei Lego manchmal schwierig wird, aber die bauen eben so gar nicht. Die würden die Konstruktion anders machen oder die würden die Bauweise, die Bauschritte anders machen, dass man gar nicht sowas zusammenstecken müsste. Dann würde das gar nicht auffallen. Ja, so, jetzt habe ich euch zu dem guten Stück hier alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Ihr habt jetzt hoffentlich währenddessen überlegt, wie euch das Ding gefällt, was es euch wert wäre, was ihr dafür bezahlen wollen würdet. Und dann haue ich jetzt mal alle Zahlen, Daten, Fakten hier mit ins Bild. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber. Ich glaube, das wird jetzt besser so funktionieren. Und da seht ihr alles nochmal. Die 160, Erstveröffentlichung war im Oktober 23, also die 160, nicht die 160, na, ihr wisst schon, die mittelalterliche Windmühle. Ein Preis habe ich jetzt angegeben von ca. 69,95 €. Der Preis ist der Preis, den ich unten drunter verlinkt habe. Die gibt es, also das ist dann Versand aus Deutschland. Die gibt es auch in Deutschland noch zu anderen Preisen, höher sowie ein bisschen weniger. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr die euch direkt irgendwo anders herholt, aus Fernost zum Beispiel, bekommt ihr meistens keine Verpackung. Könntet aber eventuell noch günstigere Preise bekommen, dann müsst ihr schauen. Wenn wir jetzt von diesen 70 € hier ausgeben, bei 1584 Teilen, sind wir bei 4,42 Cent pro Teil. Ein unfassbar guter Teilepreis. Das Set wiegt 1444, nein, nicht 1444, 1477 Gramm. Das macht auch 4,74 € pro 100 Gramm.
Preis-Leistung ist ja bei dem Set für mich allererste Sahne, Spitzenklasse, besser geht es nicht. Was ich bei den Steinen verbessern wollen würde, ist ganz klar die Oberfläche der Fliesen. Die Oberflächen der Fliesen, dass die besser aussehen und hier und da so kleine Konstruktionsthemen wie eben das Dach und die Stangen. Ansonsten ist das für mich ein rundum gelungenes Set, das ich vor keinem anderen verstecken muss. Und das bei Mold King. Und ich finde das cool. Ich finde es gut, dass ich es nochmal aufgebaut habe, dass ich dem Ding nochmal eine Chance gegeben habe. Ich hätte sonst ein cooles Bauerlebnis hier verpasst. Für mich komme ich damit zum Schluss, dass ich von Mold King nie wieder Technik bauen werde oder Sets, die viel Technik beinhalten, motorisierte Technik beinhalten, mit Elektrokomponenten. Das Thema ist für mich gestorben. Ja, da bin ich raus. Aber so Gebäude, die hauptsächlich Brickbuild mit kleinen Funktionen sind, ich glaube, ich könnte mich damit arrangieren, davon doch vielleicht hier und da mal was zu zeigen. Wenn es dann so cool ist wie das hier. Nur das weiß man ja vorher mal nicht, ne? Aber ihr habt das Glück, ich kann euch die Sets ja hier zeigen. Und ich fand's cool. Wer einen herausfordernden Bau sucht, das möchte ich jetzt mal ganz klar sagen, der ist hier wiederum fehl am Platz. Das war schon ziemlich entspannt und gut zu bauen. Hier und da mal ein bisschen tricky, wie gesagt, ich habe euch die Stellen genannt. Aber im Großen und Ganzen war das entspannt. Kopf ausschalten, vor sich hin basteln und cool ist. Und das Endergebnis gefällt mir ausgesprochen gut. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Set, zu dem Video unten drunter in die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf und bedanke mich nochmal fürs Einschalten, fürs immer wieder Einschalten. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann bestimmt ganz bald, so hoffe ich sehr, im nächsten Video wieder. Bis dann sage ich wie immer alles Gute und tschüss hier von eurer Steinküste.